Servus Leute, hier ist der Renton. Du hast der Raven King und der Waagschale. Der Waagschale von Wargaming, weil wir haben heute im App-Check eine Warhammer-App. Und zwar Warhammer Quest. So, du hast gemeint, das ist irgendwie im Warhammer Fantasy-Universum. Genau, spielt in Warhammer Fantasy. Ist eigentlich früher, war das Brettspiel. Das kam, glaube ich, 1995 oder sowas raus. Steht hier unten auch, stand eben da. Ah, alles klar. Bin ich gut vorbereitet. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber ist eigentlich wie Hero Quest. Das kennen wahrscheinlich mehr Leute als Warhammer Quest selber. Mhm. Oh, ja, aber okay. Wirklich gespielt habe ich selber nicht. Ich bin aber mal gespannt, um was uns jetzt erwartet. Alles klar. Also wir haben hier Party Name in Mamul Nageria. Die Musik ist schon vielversprechend. Meine Krieg. Lauter. Leiser, weil ich hab jetzt Schiss. Ne, ich mach's so. Ja, okay, ich würde sagen, Difficulty lassen wir mal auf Mittel. Ja, so my Warhammer-Erinnerungen sind eigentlich bloß, ich hab als mal zugeguckt oder gesehen, wie mein Bruder das gemacht hat, aber eigentlich habe ich nie Geld gehabt, dass ich mir das kaufe. Kenne. Also die Tabletop-Figur jetzt. Ja, also ich fand es immer faszinierend und auch so die Künste, die dort dahinter stecken, dass du das alles umhörst und so, das sieht jetzt also manches, richtig, richtig geil richtig aus. Begabt beim Anmalen. Und ich weiß noch, früher habe ich auch Magic the Gathering gespielt und das hast du auch in so Fantasy-Shops gekriegt und du war, ich glaube in Mannheim war du auch einer und da hat man auch immer einen Sammelbauer kennen mit dem Tisch und alles, war richtig gediegen eigentlich. Fand das immer cool. Ich finde eigentlich faszinierend, dass so viele Leute Warhammer kennen an sich. Mhm. Das ist sehr weit verbreitet. Ja, ich glaube, das war auch ziemlich erfolgreich. Jetzt ein paar PC-Spiele gibt es ja. Und so, und der Bushman. Film hat sogar gegeben. Ein Film? Aber der war nicht so toll. Ah, okay. Ohne Xbox 360-Spiel, kann das sein? Für die normal Xbox gab es, glaube ich, Blood Bowl. Ah, okay. Mhm. Und für DS hat es auch ein Warhammer gegeben, glaube ich. Ah, da kommen jetzt Gegner. Ja. So. Also man muss seine Figur immer auswählen und dann mit einem Doppelklick anwählen, wo man hingehen will oder was man attackieren will. Das sieht schon ein bisschen strategisch aus. Von den Bildern her hätte ich gedacht, dass es sowas ist wie ein Diablo-Spiel ungefähr. Mhm. Hätte ich jetzt gedacht. Scheint sich aber an Tabletop zu orientieren, ne? Ich denke, es wird dieses Brettspiel von früher relativ gut ab. Ja. Oder wieder spielen. Mhm. Weil da ging es ja irgendwie darum, dass du in einem Dungeon bist und ja, ein bisschen halt so kleine helle Gruppen mehr oder weniger. Okay. Nur scheint die großen Abenteuer bestreiten. Yeah. Wenn die Kiddies von Hyde früher hat man das ohne PC gespielt, ach die ganze Rolle spiele. Hat alles kaputt gemacht! Aber es sind zum Teil gar nicht so schlecht. Ja, es gibt aber echt. New Weapon, Tab Add. Sagen wir mal, alles was nicht Live-Rolle spielt, ist es auch okay. Ah, hier, In-App-Käufe. Okay, ja, müsste zu sein. Settings. Ah, guck mal, man kann sogar auf Deutsch stellen. Wunderschön. Jetzt habe ich die App damit zum Absturz gebracht, glaube ich. So, das war Warhammer. Er muss laden, alles klar. Weiter. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, es hieß hier, ich soll auf Add drücken, aber es gab's nicht. Hast du jetzt vorhin einen Vorspann weggeklickt? Gibt's da eine Story? Ich denke, die kommt, wenn wir das normale Spiel spielen, weil das ist jetzt erstmal das Tutorial. Ich muss fragen, ist das Tutorial. So, zum Lager hinzufügen. Wunderbar, neue Waffe. Tippe auf zu Ausrüstung hinzufügen und halte dein iOS-Gerät im Hochformat, um das... Ah, okay, das ist ja ziemlich cool. Im Querformat habt ihr das Spiel und im Hochformat... Dein Inventar dann quasi. Genau, das Inventar. Okay. Ja? Also Leute, das wird jetzt gerade trotzdem quer aufgenommen, aber wenn er es dreht, sieht das normal. Ah, das ist wohl ein Zweihänder, den ich hab. Du kannst immer kurz in die Kamera halten oder so, dass es dann... Sieht dann so aus. Ja. Ach so, ah, der dreht das gar nicht. Ja, nee, das ist jetzt nicht auf dem Bildschirm. Guck ich noch hin beim Videobearbeiter, ob ich es irgendwie drehen kann vielleicht. Jetzt bin ich aus der App raus, wunderbar. So, alles klar. Dein Krieger kann diesen Zug nicht mehr angreifen und sich nicht mehr bewegen. Beende den Zug.
so. Also das erste ist wohl wirklich hier nur Dungeon. Bewegungspunkte wieder aufgefüllt werden, wenn du deinen Zug beendet hast. Ich sehe die Bewegungspunkte gar nicht. 29 unten ist wohl die Health. Mhm. 6 Verteidigung, 2 Angriff, 1 Fernkampf. Ja, aber ich sehe... Du hast auch, um deine Figur noch so ein rote Balge, ist das vielleicht irgendwas? Ich muss die Lifebar sein. Ich glaube, das ist die Energie, ja. Du kannst jetzt jedes Mal 2 Schritte laufen. Was passiert jetzt? Okay. Ihr habt einen eurer Kameraden gefunden, allerdings schwer verwundet und von Feinden umzingelt. Oh nein. Raus hier, schnell! Schnell raus hier! Dein Krieger hat Bandagen erhalten. Markiere deinen Krieger, tippe auf die Bandagen. Ah, okay. Ganz zufällig liegen hier Bandagen rum, ne? Also ich habe so einen Notarzt durchgekämpft. Ich bin Arzt, lasst mich vorbei, lasst mich durch. Moment, markiere deinen Krieger, tippe auf der Registrierkarte Bandagen, um sie zu aktivieren und tippe dann den Helden 2-mal auf den Zauberer. Ah, okay. Ich hätte die Kamera bewegen müssen, dann wäre es wohl einfacher gewesen. Mach jetzt kurz den Prozess mit dem Gewürm, alles klar. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist, dass ich nicht wirklich sehe, wo meine Züge sind. Vielleicht kommt es ja erst im Spiel. Es kann sein, dass es vielleicht jetzt einfach mal gezeigt wird. Was ich cool, aber irgendwie gleichzeitig ein bisschen ja, eingeschränkt finde, ist halt einfach die Sicht von oben. Kannst du das irgendwie ein bisschen schwenken nehmen, ne? Nee. Ich kann die Kamera nur, wenn ich jetzt wieder dran bin, nur bewegen, so. Ich kann, doch, hier so ein bisschen zoomen gehen. Wobei das an sich für Mobile Devices eigentlich nicht schlecht ist, dass es so strukturiert ist. Nee, ist nicht schlecht, aber ich zum Beispiel bei Rollenspielen, wenn ich sowas spiele, dann gucke ich als gern mal, wie mein Krieger auf alles sieht und so weiter. Kann man vielleicht ja noch im Menü oder so. Spielzug. Das ist halt so ähnlich wie bei Diablo 3, dass ich das 8 bloß von schräg oben. Was aber nicht schlimm ist. Ja, natürlich nicht, aber bei Diablo 3 siehst du mehr deine Richtung wie hier. Mhm. Ja, normalerweise ist ja, wenn dann eher von schräg oben, ne? So genau, direkt von oben wie hier. Wobei ich einfach denke, dass du das Brettspiel halt wieder spielen wolltest. Also ich man kann nach beide auswählen. Ich nehme mal, dass ich auch mit beide Spiele komme. So, und die kannst du dann wahrscheinlich auch upgraden. Irgendwann. Stimmt. Fokus, wo bin ich jetzt? Ah, genau, hier bin ich. In jedem Zug bezieht der Zauberer Macht aus den Winden der Magie, die als Basis der Zauberer verwendet wird. Ich habe Macht! Markiere deinen Zauberer. Deine Winde der Magie werden über den Charakterfenster des Zauberers angezeigt. Stell sie dann auch alle, gell? Ich wurde Zeug weg! Er hat die Kraft! So, wir spielen gegen Ox. Kiss sieht aber echt interessant aus. Ich könnte jetzt halt die Magie von ihm nehmen für Fernangriff. Was ich hier jetzt auch mache. Gibt's. Ah, Begrenzung hast du jetzt nicht gesehen, wie viele Felder? Hier. Wie weit ich schlafen kann halt. Hat der verschiedene Zaubersprüche oder kann der momentan nur einen? Der hat 2 gehabt. Moment. Ja, ich kann noch hier. Antlitz der Albträume und Okams Verstandesleben. Okay. Aber er kann im Moment nichts mehr machen, weil er wohl keine MP mehr hat. Ja, Magiepunkte, fad. Hallo? Aber man sieht, du bist schon richtig interessiert und eingebunden, also das Spiel. Ja, man hat schon was zu tun, ne? Es ist, das Blöde ist, dass ich wirklich nicht sehe, wie viele Züge ich noch habe. Und dann gucke ich immer, drück ihn A und dann steht ohne nicht, dass die Reihe vorbei ist und dass ich einen Spielzug beenden kann. Das ist ein bisschen verwirrend. Okay. Jetzt ist der Ton weg. Echt? Mir kommt er noch. Echt? Ne, also der Musikton her, ich höre keine Effekte.
Siehst du, jetzt habe ich zum Beispiel überhaupt keine Spielzüge mehr. Da waren doch voll. Ja, aber zum Münze oder sowas, irgendwie habe ich was gehört. Oder jemand erschlagen wird. Oder irgendwas eingesammelt wird. Ah, okay, jetzt kannst du alles, okay. Ah, ich nehme an, dass er pro Runde die Magiepunkte aufgeladen bekommt. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Achso, du denkst, das, ja, müssen wir jetzt mal später sehen, wenn das Spiel weitergeht. Ob das jetzt bloß immer so Maps sind, wo du die Maps abschließt. Ja, hier 10 Power-Winde. Oder ob du durchgehend spielst. Aber es geht ja eigentlich weiter. Doch, es geht weiter. Ich habe jetzt auch einen Bogen gekriegt. Ja, das mit dem Laden ist ähnlich wie, also, wie bei HeroQuest. Da war nicht auch immer, dass die Tür doch schon ist. Und erst wenn du die Tür bedrehst, musst du schon was in dem Raum passieren. Oder was drin ist. War die Kamera ein Stück gedreht, dass man mich noch sieht? Ich denke, das wird hier das bei dem Spiel ähnlich gewesen sein. Jetzt muss ich wahrscheinlich meine Distanzwaffen equippen. Ah, siehst du, jetzt habe ich hier noch jetzt hast du noch eine Elfe dabei, Waldläufer. Okay. Guck, für noch ein Zwerg, oder? Ah, ich muss die Elfe auch benutzen. Was ist das da? Das ist Zauberer. Ich bin normaler. Der Barbar wahrscheinlich. Chaos-Baba. Ja. Ich bin der Chaos. Ich rahm auf. Erlaubt, dann wählen wir die aus. Grafik ist eigentlich in Ordnung. Ja, ja, ist halt nicht so dunkel irgendwie, man sieht eigentlich alles. Ist halt top-down. Ja. So. Der bin ich jetzt durch. Ah, und jetzt habe ich überhaupt keinen Zug mehr, okay. Das ist die Gegner. Ah, wenn du auf einen Charakter einen Gegenstand oder eine Fertigkeit im Finger liegen lässt, wird die entsprechende Tagebuchseite geöffnet. Markiere jetzt den Zauberer. Wo ist denn der Zauberer? Da ohne, hallo. Hat sich verpisst. Lege den Finger auf Urgans Verstand. Das ist ja eklig, du sollst schon Finger auf den Decke. Ah, siehst du, was man alles nicht entdeckt hat. Gut, das hätte ich jetzt wahrscheinlich brauchen müssen. So, was hast du eigentlich jetzt explizit mit Warhammer zu tun? Du hast gleich ein Forum, gell? Ne, ist kein Forum, ist ein Blog. Ist ein Blog? Genau, und ich behandle in dem Blog eigentlich alles, was mich so zu dem Thema interessiert. Also momentan, von A bis Z dann? Ja, nicht unbedingt A bis Z, aber momentan sind es viel Gerüchte, weil viel Neues released wird. Okay. Aber Games Workshop ist so immer ein bisschen, die wollen nicht gern preisgeben, was Neues rauskommt. Deswegen ist die Gerüchteküche doch immer sehr am Brodeln, sag ich mal. Und was munkelt man so zu sagen? Dass die letzten Tage der Warhammer Fantasy Welt angetreten sind. Das ist zwar quasi schon im Laufe, da ist schon das erste Buch davon rausgekommen, aber es wird wahrscheinlich auch noch ein paar mehr geben. Genau, was man dazu sagen muss, es gibt auch ganz viele Bücher, also mal wenn man auf Amazon guckt und so weiter, also sieht man, was eigentlich, wie viele Bücher es von dem Thema gibt. Das ist echt abartig. Ich habe mich auch noch nie pro getraut. Also ich finde es eigentlich richtig interessant also, schon, ich dachte, bis man da angefangen hat. Also das Universum ist allein schon, ich sag mal, Warhammer 40k ist, das ist so riesig, also ich weiß nicht, Star Wars könnte vielleicht drankommen irgendwie so vom Umfang, sag ich mal, was alles möglich ist. Aber sonst. Wahrscheinlich auch, dass es ganz viele Leute gibt, die da drauf schreiben. Ne? Und das also es gibt, ich glaube, das ist eine Tochterfirma oder irgendwie so, also die Black Library, die schreibt die ganzen Romane. Okay. Und da gibt's auch. Und wie hat das angefangen? Mit Büchern oder mit was hat das komplett angefangen? Weiß man das? Also wirklich angefangen, die haben die Brettspiele gemacht, sowas wie HeroQuest waren sie mitbeteiligt. Okay. Hier, klar, Warhammer Quest, sagt der Name schon. Und wie hieß es auch noch? Claymore Saga, falls euch das was sagt. Ah, oh, irgendwas sagt man es, ja. Zumindest gab es früher die Werbung, die fand ich immer so geil, weil da war so ein riesiges Spielfeld aufgebaut und halt ein paar Figürling gehabt. Und so ein riesiges Regelwerk wahrscheinlich dabei ist, wo man sich das durchliest und denkt sich, oh, warum. Das weiß ich leider, ich habe leider nie gespielt, aber das sah ich mal. Ich fand die Werbung immer so geil. Da ist dein Zwerg übrigens. Also, das haben sie halt, ich glaube, HeroQuest war mit MB-Spieler oder wie das hieß. MB kennt man. Und ja, so hat es dann angefangen. Irgendwann haben sie Warhammer rausgebracht. Mittlerweile schon vor 30 Jahren. Oder fast 30 Jahre. 30 Jahre, dann sind sie bald Jubiläum, ja. Nicht schlecht. Finde ich auch cool, dass es sich so lange gehalten hat, ne? Also war halt die quasi in dem Bereich so die Vorreiter, die haben das
quasi aufgebaut, so das Hobby, mehr oder weniger. Ja. Wobei, ach sagen wir DSA, von DSA gibt es jetzt 8 Computerspiele, was weiß ich. Mhm. Oder halt Dungeons and Dragons, ja. Ist ja auch. Ah, das ist ja auch der Klassiker. Ja. Ach du Scheiße. Okay. Also ich nehme an, die Spielzüge sind einfach dann vorbei, wenn halt nichts mehr geht. Das kriegst du einfach vorgeschrieben. Geil, oh, fertig! Ja, das ist das Einzige, was mich wirklich stört. Also ich es nicht wirklich. Wie viele Felder kannst du eigentlich maximal laufen? Jetzt die 3 oder was? Also hier mit dem Zwerg kann ich die hier laufen. Auch schon dein Zwerg geht schon in sich. Also komplett das, was jetzt aufleuchtet. Das ist jetzt, du fängst anscheinend immer eine Quest an. Genau das, was aufleuchtet, ist das. Jetzt kann ich mit dem hier runtergehen. Und mit dem Zauberer gehe ich auch mal runter. Muss ich mal ein bisschen Taktik so, machen, weil eigentlich so ein Bogenschützer oder ein Mage müsste halt hinten stehen. Ne? Ja, und mein, vorne Tänke. Mein Zauberer ist ganz hinten. Und mein, ja, genau. Mein Bogenschütze ist ganz vorne. Er ist ganz vorne. Und drauf. Ja, er ist ein Elf, der kann doch mal kämpfen, oder? Ah, ach gut, du bist ein Nahkampf, hat er auch geklappt. Ja, Leo, das hat so vorgemacht, oder? Ach Gott. Der hat mit dem Pfeil neu erstochen. Ach, wie auf den Elefant drauf. Oder auf das Pferd. Das ist echt, also die ganze Filme sind so geil animiert. Aber wie der auf das Pferd drauf springt. Okay, es gibt noch eine Szene, die finde ich scheiße. Das ist, wo der Aragorn diesen Ende-Wagreiter mit dem Speer platt macht. Das ist auch so unrealistisch. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Echt nach, wo er dann mit dem Theoden in den Krieg also musst du dann zu Helms Klamm gehen. Ja. Und da werden sie doch überfallen, wo der Aragorn dann verschollen ist. Und dort vor bei dem Kampf, du der Ender mit dem Speer abschieße. Und es ist so schlecht gemacht, weil es viel zu schnell ist. Der hält gleich gerade 5 Millisekunden einen Speer hoch, macht. Ja, der eingebaute Speerschleuder. Wahrscheinlich den. Irgendwas oder so, keine Ahnung. Also, da kenne ich mich schon als kaputt, glaube ich. Also, mein Zauberer reicht nicht, um die hier vorne anzugreifen. Vielleicht steht was im Weg. Hm. Die Elfe können im Weg stehen. Die sind nur ein Graue. Weise. Ich glaube, die haben auch teilweise Fähigkeiten, wo sie mehrere Gegner gleichzeitig attackieren können. Ne? Wahrscheinlich, ja. Zumindest sah es bei dem einen Zauberspruch vom Zauberer vorhin so aus. Kannst du jetzt die Attacke auswählen eigentlich? Beim Zauberer zumindest. Ja. Also ich tippe den Zauberer an. Und. Ah, okay. Wähl dann hier das Zeug aus. Finger der Todesrolle. Aber der kann sich im Moment nicht mehr bewegen. Ich weiß aber nicht warum. Es ist ein bisschen verwirrend. Vielleicht liegt es auch dort dran, weil ich mich nicht hundertprozentig drauf konzentriere oder so, aber. Ich denke, später wird es auch ganz noch, wichtig, wer wo steht, ne? Denke ich halt. Das wird das Wichtigste sein, ja. Das wird später auch wahrscheinlich viel strategischer sein. Es hat auch nur super Bewertungen im App Store. Also ich habe jetzt kaum schlechte Bewertungen. Das Einzige, was ich gelesen habe, war 5 von 5 Sterne. Kostenlos? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das habe ich bei einer Aktion runtergeladen. Bin mir jetzt aber anime sicher. Ich glaube es nicht. Was, du glaubst, es kostet was, oder was? Ja, und ist, glaube ich, auch nur für iOS verfügbar momentan. Ah, ja. Okay. Ja gut, aber dafür ist der App-Check da, wenn es auf Android kommt. Ja, genau. Also, hier, was euch erwartet. Könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr für sowas Geld ausgeben wollt. Ich muss sagen, für Mobile-Devices ist es echt super, weil das eben... strategisch ist auf Zeit, rundenbasierend. Das, ja, und ich denke, es lässt sich gut steuern oder so, weil es nicht so hektisch ist alles, oder? Ja, eben. Das ist wahrscheinlich ideal für eine Zugfahrt oder sowas. Was jetzt nervt, ist, dass ich hier alle Einheiten einzeln auswählen muss, dass die da runterlaufen. Und dann muss ich halt den Spielzug beenden. So. Ja, es ist halt. Früher war das auch nicht so schnell. Da hast du halt auch angesagt und gemacht und Klo und gewürfelt und was weiß ich. Ah, man kann es aber gleichzeitig gehen, also das ist. Das ist doch was. So, jetzt kann sich keiner mehr bewegen. Na, geh fort, das will ich nicht. Ne? Ja. Ich muss ins Leere klicken, um den Spielzug beenden zu können. Das nervt ein bisschen. Ja, die meisten weiß ich nicht mehr kennen, aber ein W20 zum Beispiel ist kein halbe Dose WD40. Dippe. Ja, der war schlecht. Aber wenn ich sowas sehe, da habe ich wieder Bock irgendwie. Auf so Spiele oder was? Ja, so mal wieder. Auf Fancon gehe. Fancon? Wissen wir, was ein Fancon ist?
So eine Nerd-Veranstaltung. Ja. So eine Nerd-Veranstaltung. Also, so, komische Nerd, Leute, so komische Leute wie mir hier gehen, ja. Und die, die sich angucken, oder? Naja. Mittlerweile hockt man auch vor dem Fernsehen. Mittlerweile ist es doch cool, ein Nerd zu sein. Ja, deswegen sind wir ACD Anti-Nerds und so überhaupt gar nicht. Wobei, sind doch jetzt die Hipster, ne? So die neue Nerds sind auch die Hipster. Die sehen aus wie Nerds, kennen sich aber nur mit dem Handy aus. Und da nicht mal richtig. Und haben alles schon 20 Uhr vorher gekannt. Ja, ja, klar. Es war schon in, bevor es nicht in war und so und überhaupt. Fickt euch. Ist das Vieh ohne gerade gestorben? Ich habe jetzt eine Sekunde nicht aufgepasst, auf einmal war es weg. Ja, der ist zu klar und dann so wie der. Ah, okay, der macht dann wirklich so eine Kette mit mehreren Gegnern. Das ist ja auch geil. Was halt auch geil wäre, weiß ich nicht, ob das noch passiert, so aufbauende Attacke, dass du was kombinieren kannst. Wahrscheinlich noch, bin ich mir relativ sicher, dass sowas bestimmt kommt. Das war der Zwerg hier. Geil. So, Baba wirft jetzt den Zwerg. Ja, der kommt halt nicht über den Abgrund drüber. Geil. Ja, ne, ich denk, die App ist wirklich ziemlich cool. Also auf jeden Fall sieht sie solide aus, was das Gameplay betrifft. Ja, man muss sich nur ein bisschen mit befassen, denke ich. Und man muss auch in Kauf nehmen, dass es nicht super schnelle Action ist, sondern dass es wirklich Strategie ist. Wobei es dann, ach, denke ich mal, ein Langzeitfaktor hat. Ja, das denke ich auch, dass es irgendwie Langzeit. Ja, ich denk, in jeder, also jede Mission ist ja eine Quest hier. Mhm. Und ich denke, jede Quest wird immer schwerer. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, ein guter erster Eindruck haben wir schon mal gemacht, hoffentlich. Ja, super Eindruck. Ah, siehst du, hier hast du dann auch Magdeburg! Marburg! Marburg! Okay. Ja, dein Map. Es geht dann immer weiter. Was ist das jetzt? Ja, du kannst dann in die Stadt schnimmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Quest ist oder ob du dann ja, so ein Shop gäbe, ne? In-game Kaffee kannst. Das ist ja cool gemacht. Oh! Jetzt geht das richtig los hier. Und das alles mit Origami aus einem Blatt Papier. Wurde jetzt eine Story erzählt, ne? Hast du was? Achso, ich war. Hast du was? Gut, du hast hier deine Story, dir was erzählt. Ich drück das jetzt einfach mal weiter. Ah, genau. Und jetzt gibt's hier die Quests in der Stadt. Ach du Scheiße, du kannst hier nochmal anscheinend richtig aufrüsten und alles. Mhm. Markt. Kannst du ein Pferd als Reittier und eine Kuh als Proviant mitnehmen. Kannst halt hier Brot, Waffe, Tränke. Stärketrunk ist vielleicht nicht schlecht. Warum kauft denn der das nicht? Ach, das ist zu teuer. Das kauft er aber auch nicht. Ach, hier ohne rechts. Ah. Ich hab oben auf das Kaufen gedrückt. Aber das ist ja der Reiter. Kaufen, verkaufen. Okay, zurück. Gilde der Abenteurer. Ah, genau, das sind meine Figuren drin. Ja, da kannst du wahrscheinlich auswählen, schon Repertoire in der Hinterhand. Sieht man mal, was es noch so gibt. Der Ogre ohne rechts sieht ja geil aus. Gibt viele Magie-Charaktere, ne? Krieger, was? Priester? Okay, ne, Erzmagier, Feuerzauber. Dort der gepierste Zwerg. Ja, Zwergedrossler. Die sind cool. Hammer. Ne, Warhammer. 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 So, Übungsplätze, gutes brauche ich jetzt nicht. Aktuelle Quest, der armselige Sänger. Aufträge sind der Lebensunterhalt, ja. Ah ja. Was ist jetzt? Orks und Goblins und das hier ist der armselige Sänger. Schauen wir doch mal rein. Oh ja, ich stehe auf Fallout. Das ist richtig Rollenspiel. Zwischendrin passiert auch was. Ach, ist das jetzt so ein Minikampf, Quest? Anscheinend, ja. Okay. Ich wurde mittendrin. Deine Helden sind tot. Stimmt. So, ich nehme wohl alle vier mit. Was ich nicht weiß, ist ob die 8 leveln, wenn ich sie nicht mitnehme. Das glaube ich aber nicht. Wahrscheinlich nicht.
So, dann machen wir noch die erste Gegnerwelle platt, die hier kommt. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem App-Check? Spielzug beenden. Ja, das ist wirklich, das ist ein bisschen arg lang. Ich hätte es so umdrehen müssen. Wie umdrehen? Jetzt hast du Mage halt. Ich weiß ja, ob es wirklich was ausmacht. Später 100%. Später muss ich bestimmt gucken, wie du es setzt. Spielzug beenden. Ah ne, komm, den holen wir auch noch her. Das sieht gerade aus, als hätte er E-Gitarre in der Hand. Ich spiel euch ein Lied! Brumm. Oh, angegriffen. Ah, jetzt geht's ab. Nachtgoblin. Zack. Ja, die Figuren. Headshot. Die Figuren sagen dir wahrscheinlich auch alle was, ne? Ja, die meiste auf jeden Fall. Aber also, ist lang her, wo ich selber Warhammer Fantasy gespielt habe. Ja, aber ich muss sagen, ich denke, für Warhammer Fantasy Freunde ist es sehr detailgetreu. Denke ich mir. Ja, auf jeden Fall. Also spielt ja direkt hier Stirland, weil die Provinz, wo es gespielt hat, das ist quasi Bundesland vom Imperium der Menschheit. Mhm. Also ist schon gut abgebildet, auf jeden Fall. Mhm. Und dann auch die ganze kleine Gegner oder sowas, die nach Goblins gibt's. Zwerge natürlich, klar, braucht schon mehr Fantasy-Spiel. Und auch die Zauberer, also die Zaubersprüche an sich sagen mir jetzt nichts, aber ich habe vor allem was mit der Lehre gesehen, das gibt's auch im Spiel. Okay. Ah gut, ich denke, vorher mal wisst schon was sie machen, ne? Also. Naja, wenn sie ihren Namen schon dafür hergeben, ne? Ja, bin ich faul. Wobei ich mir aber... Ich meine, in der Barbie-App, die hätten sich verkauft, finde ich. Die hätten sich verkauft. Also das war... Das war nix. Ich hätte mehr erwartet. Das war nix. Nee, du brauchst nicht lachen. Ich hab, also... So, ich hab jetzt oft halt mit Barbie gespielt. Ich hab jetzt halt noch gar nichts mehr. Ich hab noch 10. Ja. Oh, das ist ein Ender schon gleich tot. Glück gehabt. Glück hatte, ja. So, wie kann ich denn jetzt nochmal heilen? Oder genau, kleines Verband. Vielleicht. Kleines Verbandsmaterial. Zack. Alter, warum verfehlen die alle? Weil der Goblin so klein ist. jetzt rahmt da auf. Ah, ich komme jetzt aber nicht mehr. Ja, gut, mit zwei Händen, Hände halt selber nicht so viel aus, ne? Der Mage hat aber auch noch ein Schwert, ne? Der kann wahrscheinlich auch ein bisschen in den Nahkampf. Ich guck mir jetzt nicht fort. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber ein Magier ist normalerweise nicht so stark. Im Nahkampf. Ich denke, der Zwergteil der Meister auch, also im Nahkampf jetzt, ja. Weil er halt die zwei Hände hat. Ja. Wäre das jetzt eine App, die du jetzt nach dem App-Check weiterspielen würdest? Wenn du Zeit hättest? Vermutlich schon, ja. Also ich würde mich auf jeden Fall länger damit beschäftigen. Naja, wenn ich ein iOS-Gerät hätte, würde ich mir das Team auch mal zulegen. Das nervt mich jetzt, dass keiner trifft. Für Android oder so, ich weiß nicht. Ja, bestimmt irgendwann. Wenn sie sehen, dass es lauft. Jetzt laufe ich außer rum, jetzt trifft er sie. Ist ja klar. Gut, alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Im nächsten App-Check ist der Waagschale wieder dabei. Immer noch? Ja, immer noch. Freut euch drauf. Glock. Der bleibt jetzt 2 Wochen hier, weil ihr selber keine Zeit mehr. Tschüss. Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.